I threw a wish in the well, don't ask me, I'll never tell. I looked to you as you fell, and now you're getting my way. Hey, I just met you, and this is crazy. Here's my number, so call me maybe. Hey. Hallo zusammen, der Timo ist wieder am Start mit dem Hit Call Me Maybe, ein Lied, was nur aus drei Akkorden besteht. Drei ganz einfache Akkorde, die ich auch schon auf Online-Gitarrenunterricht.com euch gezeigt habe. C, D und G, alles in den Dur-Varianten. Könnt ihr nochmal gucken, falls ihr die nicht kennt. Wir gucken uns die gleich nochmal genauer an. Eigentlich ist der Song ja mehr so, besteht mehr aus Streichern, die so staccato-mäßig spielen, und die versuche ich euch irgendwie jetzt in diesem Video beizubringen, dass die Gitarre sich in etwa anhört wie diese Streicher, die diese Rhythmik spielen. Der erste Akkord, den wir für das Lied brauchen, der heißt C-Dur. Da liegt der Zeigefinger auf der zweiten Saite im ersten Bund. Der Mittelfinger liegt auf der vierten Saite im zweiten Bund. Und der Ringfinger liegt auf der fünften Saite im dritten Bund. Bei C-Dur bitte darauf achten, dass nur die ersten fünf Saiten angeschlagen werden dürfen. Der nächste Akkord, den wir benötigen, der heißt G-Dur. Da liegt der Zeigefinger hier auf der fünften Saite im zweiten Bund, der Mittelfinger auf der sechsten Saite im dritten Bund und der Ringfinger, hier etwas schwer zu erkennen, auf der ersten Saite im dritten Bund. Das Tolle bei G-Dur ist, wir dürfen alle Saiten anschlagen, von der sechsten bis zur ersten. Der letzte Akkord, den wir benötigen, der heißt D-Dur. Zeigefinger, dritte Saite, zweiter Bund, Mittelfinger, erste Saite, zweiter Bund und Ringfinger dazwischen auf der zweiten Saite im dritten Bund. Wichtig auch hier, ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen, ist, dass wir die Saiten erst ab der vierten Saite anschlagen. Fünfte und sechste klingen dabei überhaupt nicht gut, also erst ab der vierten Saite. Wie ihr wisst, findet ihr die Guitar Pro Dateien unter dem Video, zumindest auf www.onlinegitarrenunterricht.com. Da könnt ihr euch die PDF-Dateien runterladen und auch das Guitar Pro File, um mit dem Computer zusammen zu üben. Da seht ihr zwei Reihen. In der oberen Reihe geht es um die Strophe, in der zweiten, in der unteren Reihe geht es um den Refrain. Wir gucken erstmal nach der Strophe, die ist nämlich werden die Einmaler gespielt. C, G, wieder C und D. Und das Ganze in Achtelnoten. Normalerweise schlagen wir die Achtelnoten im Wechselschlag, das wisst ihr ja, aber heute schlagen wir die Achtelnoten mal alle runter. Und das können wir mal zusammen machen. Wir spielen also 8 mal C, 8 mal G, 8 mal C und 8 mal wieder D. Ich zähle uns mal ein, dann machen wir das mal zusammen. Immer mit Downstrokes, mit Abschlägen. 1, 2 und 3 und 4 und 10, 2, 3, 4, G, 2, 3, 4, C, 2, 3, 4, D, 2, von vorne, 4. I threw a wish in the well, G, don't ask me, I'll never tell, C, now you're in the fair D, and now you're in my way. C, through a wish in the G, don't ask me, I never see. I look to you as a D, and now you're in my way. Um den Streichern jetzt noch näher zu kommen, habe ich über die Tabulatur, zwischen den Standardnotationen und der Tabulatur unten, steht P.M. und dann so eine gestrichelte Linie. PM steht für Palm Muting. Was ist Palm Muting? Palm ist der Handrücken, Muting ist gedämpft. Ich lege also hier die Außenkante von meiner Hand, lege ich hinten auf die, direkt an der Brücke auf die Saiten. Das hier ist die Brücke und hier lege ich meinen Handrücken drauf. Wenn wir in der linken Hand einfach mal C spielen, dann muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man zu weit reinrutscht, kann man den Akkord nicht mehr erkennen. Wenn man zu weit rausrutscht, hat man den Palm-Muting-Effekt nicht. Meine Hand rutscht also nur ganz leicht vor die Brücke, sodass die Saiten leicht gedämpft sind. Nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern
sondern Millimeter für Millimeter schiebe ich mich rein in die Saite und versuche selber einen Punkt zu finden, den ich gut finde. Und das Stück ist ja von den Streichern sehr staccato-mäßig, so kurz, nur angeschlagene Töne, dick, 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 gespielt. Und ich denke, dass da die Palmmuting-Technik eigentlich die beste Technik ist, um diese Streicher möglichst gut auf der Gitarre zu imitieren. Ich mache das mal vor mit C. Mit der Akkordfolge G. C. D. Ihr könnt ja mal mitmachen. Von vorne. Und C. Nicht zu viel reinschieben. Auch nicht zu wenig. Wieder C. D. Wenn man dazu singt. A wish in the well, don't ask me, I never tell. I look to you as it fell, and now you're in my way. So, und jetzt merkt ihr auch, warum ich die ganze Zeit am Anfang gesagt habe, wir spielen heute mal die Achtel alle nur runter und nicht im Wechselschlag wie sonst. Weil nur runter kann man dieses Palmmuting eigentlich am einfachsten spielen. Wenn man sich vorstellt, rauf geht es auf. Aber das ist gerade für Anfänger. Und davon gehe ich mal aus, dass ihr Anfänger seid. Ansonsten würdet ihr euch wahrscheinlich nicht dieses Video angucken. Dann könntet ihr C, G und D, könnt ihr in Bayern auch flüssig spielen. Und dann guckt ihr nur noch auf 911tabs.com und ladet euch die Tabulatur runter und spielt es mit. Und darum erzähle ich euch das von dieser Palmmuting-Technik, dass es am Anfang erstmal leichter ist, das runterzuspielen. So, das ist der einfache Part. Könnt ihr selber auf Geschwindigkeit bringen, ne? Ihr wisst ja, Werbepause und üben, üben, üben. Aber der schwierige Teil, das ist ein bisschen kompliziert, das ist der Refrain. Und den gucken wir uns jetzt mal genauer an. So, jetzt gucken wir uns mal genauer die Rhythmik an. Ihr seht jetzt hier Call Me Maybe, die Guitar Pro Datei, die ihr unter dem Video findet, auf onlinegitarrenunterricht.com. Hier ist das, was wir gerade gespielt haben. Ja, das ist der Akkord C in Achteln, PM, Palmmuted. Mit der gestrichenen Linie bis zum Ende der Zeile, das Ganze auf G, dann wieder auf C, dann wieder auf D. Noch einmal für die Funktionsweise, wenn ich das üben möchte und mir ist das Original 120 zu schnell, kann ich hier unten im unteren Bereich auf den Wiedergabegeschwindigkeitstrainer klicken, die Geschwindigkeit von 50 bis 100% einstellen. Er soll jeden Durchgang um 5% schneller werden. Dann klicke ich auf OK und auf Play. Dann fängt er jetzt ganz langsam an. Und spielt für uns das Lied in langsam. Der Vers zu G, A, dann D, zurück zu C. I know I felt this day and now you. Jetzt fängt er von vorne an und ist 5% schneller. Kaum spürbar, doch wenn ihr das mit der Gitarre macht, dann werdet ihr merken, jo, das unterstützt mich rhythmisch sehr und es wird schon schneller. Okay, davon wollte ich aber gar nicht sprechen. Ich wollte sprechen vom Refrain und das ist die untere Zeile. Und hier seht ihr schon, das ist rhythmisch nicht ganz einfach. Wir fangen an mit einer Viertelnote auf der 1. Ich mache mal den Geschwindigkeitstrainer, lasse ich mal so langsam und ich mache einfach mal an. 1, 2, 3, 4, 1. Und auf dieser 1 kommt der erste Schlag. Das hier ist eine halbe Pause auf der zweiten und dritten Zählzeit. Und die Achtelpause auf der vierten Zählzeit, sodass der letzte Anschlag hier in dem Takt, das G, erst auf 4 und erfolgt. Wenn man das mal sich vorspielt. 2, 3, 4, C. 2, 3, 4 und. Und auf diesem und wird gespielt. Das könnt ihr jetzt mit Guitar Pro zu Hause super mitüben. Könnt ihr euch runterladen. Entweder auf dem Link von onlinegitarrenunterricht.com oder ihr sucht es euch so. Erstmal die Demo-Version und könnt ihr dann upgraden, das ist ja auch kein Problem. Also auf 1 und auf 4 und. Den nächsten Takt, da fangen wir direkt mit einer Pause an. Das heißt, auf der 1 ist erstmal eine Achtelpause. Auf 1 und wird das D gespielt. Auf 2. Und hier wird es ein bisschen leiser gespielt, darum habe ich so einen unbetonten Schlag genommen. Auf 2 und. Also 1 und 2 und. Auf 3 ist Pause, auf 4 ist eine Achtelpause und auf 4 und das G. 1 und 2 und 3 und 4 und. Ja? Wenn wir uns das wieder anhören.
und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und D, 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 G. Jetzt würde ich an eurer Stelle, wenn ihr mit Guitar Pro übt, die ersten beiden Takte miteinander verbinden. 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3, 4 und. Wenn ihr die gut könnt, nehmt ihr den nächsten Takt. Und jetzt ist das Schöne, in dem nächsten Takt haben wir genau dieselbe Rhythmik wie im zweiten Takt, nur mit anderen Akkorden. Hier spielen wir C, 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 G. Auch das mit dem Geschwindigkeitstrainer erstmal in langsamer. Und 2 und 3, 4 und. Auch das kombinieren, aneinander rein, so Step by Step. Das ist das Tolle an Guitar Pro. Ihr könnt selber Einfluss nehmen auf die Geschwindigkeit, auf die Wiederholungen, was euch persönlich schwerfällt. Könnt ihr wiederholen. 4 und 1 und 2 und 3. 4 und 1 und 2 und 3. 4 und. Und der letzte Takt ist auch gar nicht so schwer, wenn man die ersten kann, weil wenn man sich den nochmal anguckt und guckt sich nur die erste Hälfte an, dann hat man hier die erste Hälfte nochmal und hinten eine halbe Pause. Das heißt, wir sprechen von Seelzeiten. 1 und 2 und Pause vorbei. Und so könnt ihr selber jetzt diese Zeile von langsam C, 2, 3, 4, G, 1, D, 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 3. G, C, 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 I, G, D, D, D. Bis schnell üben. Wenn ich hier den Geschwindigkeitstrainer ausmache, kommt die Originalgeschwindigkeit. Hey, I just met you, and this is crazy. This is my number, so call me maybe. Wie ihr seht, ein gigantisches Programm. Die Sonne scheint mir direkt ins linke Auge, weil es super ist, ja. Es ist ein super Übungstool, mit dem ihr selber super üben könnt. Ihr könnt Einfluss nehmen, aber trotz alledem machen wir es mal ganz oldschool noch zusammen. Ich spiele euch vor, ihr spielt mit mir mit. Da könnt ihr auch ein bisschen auf meine Finger gucken und gucken, wie sich das dann im richtigen Leben auch anfühlt. Und wie so 1, 2, 3, 4, C. I just met you. This is crazy. My number, call me maybe T. I just met G, D, D, and this is great. G, D, D, so here's my number, G, D, D, T. I just met you, and this is crazy. She's my number, so call me baby. So, jetzt müsst ihr die Teile nur noch in die richtige Reihenfolge bringen. Strophe dann spielen, wenn die Strophe dran ist. Ohren auf und zuhören. Refrain dann spielen, wenn der Refrain dran ist. Und dann könnt ihr das Lied spielen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Bis bald, besucht mich auf onlinegitarrenunterricht.com. Ich freue mich über jeden, der vorbeischaut. Liebe Grüße, viel Spaß, der Timo. Tschüss!